Hallo Leute und willkommen zurück im Irrgarten von American McGee's Alice. Ja, ich war jetzt hier zuletzt noch im Irrgarten, bin überall rumgelaufen und ich habe das Gefühl, dass so die Gegner auch immer wieder kommen. Selbst wenn man sie alle schon erledigt hat, irgendwann kommt wieder so ein neuer Haufen. Mit meinen Zackendingern habe ich sie ganz gut erledigen können. Aber ich habe auch nichts weiter mehr groß gefunden, obwohl ich nochmal alles abgeklappert habe. Von daher hätte ich auch gleich hier durchgehen können. Vielleicht war es auch Sinn der Sache. Ist ja auch egal. Jetzt gehen wir auf jeden Fall durch. Geh da jetzt durch. Gehst du da jetzt durch? Wieso kann ich da nicht durch? Das ist doch so ein Portal-Dingsbums. Ja. Das ist ein Portal, durch das wir nicht durch können. Das ist schön. Das freut mich. Wann kann ich denn hier durchgehen? Also was muss ich denn machen, weil ich kann jetzt hier stundenlang durch den Irrgarten laufen und immer wieder... Hä? Sonst ist man doch immer da. Oder muss ich jetzt irgendwas machen, damit sich das öffnet? Das ist aber komisch jetzt. Ich mag das fast gar nicht glauben, dass das jetzt ein Bug ist oder so. Ich kann mir eher vorstellen... Wir können es ja mal probieren hier mit unserem Super-Mega-Stab, der jetzt so Magic-Fähigkeiten hat. Shabam. Guck mal, jetzt leuchtet das aber nicht mehr. Ist das normal? Jetzt leuchtet sie. Ja, ich habe mich selber in die Luft gesprengt. Das ist schlau. Nee, das finde ich doof. Dann lade ich lieber neu. Ich will hier durchlaufen, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Echt nicht. Kann man hier mit den Statuen was machen? Ist das ein Rätsel? Muss ich immer wieder alle Gegner töten? Wozu ich natürlich keine Lust habe. Habe ich irgendwas Spezielles übersehen? Das ist doch das Tor. Das kann doch gar nicht sein. Oh, ist voll scheiße. Es kommen ja immer wieder welche. Ich laufe jetzt mal hier lang. Bei den Kreuzen. Muss ich mir hier irgendwas merken von den Toren? Kann ich wieder irgendwas kaputt hauen? Kann ich die kaputt machen, die Kreuze? Nee, aber die leuchten ja immer. Hätte ja sein können. Nee. Irgendwie nicht. Mann. Das ist voll doof. Durch das Tor bin ich doch gekommen. Das ist doch der Anfang hier. Ach, wie scheiße. Ich will da jetzt durchgehen können. Ach, nö. Oh, shit, voll reingelaufen. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Komm. Den machst du auch platt. Und wo kommt er jetzt noch wieder her, ey? Boah, das geht die ganze Zeit schon so. Ja, ist gut. Ja, und noch einer. Da hinten sehe ich noch einen. Komm. Voll blöd. Könnt ihr ihn mal angreifen? Es wird Zeit. Ach, der ist schon tot. Okay. Energie bitte. Noch mehr Energie. Ja, super. Und so läuft das jetzt hier die ganze Zeit im Irrgarten. Man denkt, man hat alle erledigt und dann kommt wieder so ein neuer Schwall. Das könnte ich jetzt hier stundenlang machen, aber es kann doch nicht Sinn der Sache sein. Muss ich vielleicht hier irgendwo hochklettern? Aber warum wird mir dann das Tor angezeigt? Ich rall das nicht. Das ist doch... Ja...
Stirb. So. Einfach immer in Bewegung bleiben, dann klappt das auch. Über die Treppe sind wir jetzt auch schon ein paar Mal gelaufen. Ich bin hier überall schon tausendmal lang gelaufen. Das da oben habe ich auch noch gar nicht gesehen. Fällt mir gerade auf. Sollen wir das irgendwas sagen? Kann ich hier lang? Ist das alles nur Deko, was hier hängt? Kann ich hier irgendwas tun? Manu. Und die sind da auch wieder da. Das freut mich natürlich total. Greifen die die überhaupt an, oder? Ja, jetzt greifen die an. Das Ding ist, dass das hier nach der Herzkönigin aussieht oder so. Nach ihrem Eingang. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man auch den richtigen Eingang finden. Ich habe keine Ahnung. Meine Zacken kämpfen brav für mich. Die sind schon mal tot. Alle erledigt. Immer wieder auf ein neues. Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung. Kann ich hier oben irgendwas machen an dem Ding? Ich meine, wenn ich hier irgendwas angreifen, kaputt machen könnte, ich glaube, dann hätten ja diese Zacken auch schon längst was gemacht, oder? Also, ich gehe jetzt nochmal zum Tor. Das kann doch nicht sein. Geh da jetzt durch. Verdammt, Alice. Also notfalls mache ich jetzt gleich einen Cut, auch wenn es total nervt. Mich ja auch. Und schau mal in ein anderes LP, ob der oder die da durchgehen konnte. Nur um zu wissen, ob das halt eigentlich geht. Und ich jetzt hier nur so einen blöden Bug habe oder so. Oder ob ich hier noch tatsächlich irgendwas machen soll. Dann hätte ich aber auch keinen Plan, was. Das finde ich total komisch. Ich höre immer noch so ein Getippel. Jetzt wieder runter. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich gucke jetzt mal nach. Bis gleich. Leute, bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt mal in ein anderes LP reingeschaut. Und, ich werde jetzt mal, wo gehe ich denn mal lang am besten? Ich will jetzt eigentlich mal zurück zu unserem Dingensbummens, zu unserem Tor. An dem Tor kann ich nichts mehr machen, wie es ausschaut. Anscheinend kann man da nicht durchgehen, weil es rot ist. Und darauf habe ich irgendwie nie so geachtet. Dass, ja. Dass wenn es rot ist, wenn da eine kommt, kommt natürlich auch ein anderer. Dann kommen sie auf einmal alle. Ja, ist okay. Ist klar. Übertreibt mal nicht. Ich sterbe gleich. Ich sehe das schon kommen. Ist ein bisschen scheiße. Kannst du mal was machen? Sterben die jetzt? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich muss nämlich hier jetzt weiterlaufen. Ich habe, glaube ich, irgendwie einen Gang übersehen oder so. Ich suche jetzt mal das Tor, weil von da aus weiß ich dann, glaube ich, wo lang. Ne, da lang nicht. Wo ist denn das Tor jetzt? Bin ich doof? Jetzt finde ich das wieder nicht. Unglaublich. Hä? Jetzt bin ich wieder ganz falsch rumgelaufen. Ja, es zieht sich... Nee, ist klar. Wieso sind denn da jetzt... Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wo kommen die denn jetzt alle wieder her? Wenn ich meine Zacken nicht hätte, ich weiß auch nicht. Komm, mach sie platt. Mach sie platt. Haha.
kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. So. Das ist jetzt aber echt die letzte Runde. Dann habe ich echt keinen Bock mehr auf euch hier im Irrgarten. So. Dann müsste es doch gleich wieder kommen, oder nicht? Oder nicht? Bin ich nicht richtig hier? Müsste das hier nicht jetzt gleich kommen, das Tor? Hä? Och Mann. War es nicht da oben? Nee. Oh, je öfter ich hier rumlaufe, desto eher kommen sie alle wieder. Mann. Gehe ich jetzt mal nach unten? Da sind bestimmt jetzt auch wieder neue. 100 pro. Ach. Nee? Nicht so ein Monstervieh, was auf einmal von hinten angesprungen kommt? Nein? Nicht? Na gut. Ich will zum Tor und von da aus geht's dann nämlich, meine ich, rechts irgendwo runter, wo ich wohl noch nicht langgelaufen bin oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja? Wo kommst du denn her? Ja, da ist es doch, das Tor. Und er auch nochmal. Ja, und jetzt alle, kommt. Tja, Leute. Das funktioniert leider nicht. So, das Tor ist rot. Deswegen können wir da nicht lang. Und dann sollte es hier doch... Ja, da unten soll ich rein. Und da bin ich wohl nicht reingelaufen oder so. Scheiße, 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 scheiße. Nein, 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 nein. Nein. Stirb, Hex. Ich brauche deine Energie. Geh drauf. Super. Und der nächste. Wenn sie nacheinander kommen, geht's ja. Aber alle auf einmal ist echt übel. War's das jetzt hier mit euch? Wie viele denn noch? Weil genau da unten muss ich nämlich hin. Das ist unser Weg. So. Hervorragend. Okay, gut, das haben wir geschafft. Mann, das hat jetzt echt lange gedauert. Und hier bin ich anscheinend noch nicht durchgegangen. Ich weiß nicht, warum ich diesen Gang nicht gesehen habe. Aber... Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Nee, ist klar. Ist okay. Ich nehme jetzt mal hier meine Tröte. Oder doch vielleicht wieder die Zacken, weil ich... die Zacken gut finde oder so. Was nimmt man denn da? Ich meine, wenn die die nach und nach platt machen, ist auch okay, oder? Läuft ja von hier aus ganz gut, wenn ich das so sehe. So, komm du auch noch da hinten? Die Hexe auch gleich mit. Ups, die ist nach vorne gekommen. Jetzt machen die Bälle die da hinten fertig. Ich brauche aber die Hexe hier. Genau. Ja, super. Das läuft doch. So, alle kaputt. Alle tot. Ich bin stolz auf mich. Wieso kletterst du da hoch? Sollst du nicht. Ach, die Musik ist schön. So, noch eine Hexe. Oh. Da kann man so durchgucken. Ich glaube, das ist unser Weg. Da gehe ich jetzt mal lang. Oh, oh. Ach so. Die sind ja gar nicht böse. Die sind ja gar nicht böse. Das ist ja nicht so schlimm. Was ist hier? Ach, dann geht das Tor so auf. Interessant. Und was ist, wenn ich da so durchgehen möchte? Was passiert dann? Ich werde mal hier jetzt einfach speichern. Weil ich finde, bis jetzt
ist das ganz gut gelaufen? Was passiert hier? Oh. Dann komme ich da wieder raus. Das ist natürlich nicht so geschickt. Dann kommen wir da wieder raus. Ist ja interessant. Okay. Ja, sind die jetzt alle wieder da? Gehen wir diesmal mal nach links. Es macht aber gar keinen Unterschied. Okay. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Man bedenke halt, dass das Spiel ja doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und dafür finde ich das super toll. Wie kriege ich das jetzt aber hin, dass hier was drauf steht? Schaffe ich das ganz schnell? Nee. Wie kriege ich denn da jetzt Gewicht hin? Ich brauche Gewicht. Aber wie? Wie mache ich das? Ist hier irgendwas? Kann ich da rein? Hallo? Tja, das ist wohl ein Rätsel für sich, das hinzukriegen. Wenn ich das schaffe, dann bin ich hier durch, würde ich sagen. Aber da jetzt wieder durchlaufen, ist ja auch scheiße. So schnell ist sie einfach nicht. Oder muss ich das mit so einem gedingsten Sprung hier schnell schaffen? Nee, das schafft die nicht. Irgendwas... Es muss wohl auch Sinn machen, dass ich hier jetzt wieder durchlaufen kann. Natürlich sind alle Gegner wieder da. Da freuen wir uns drüber. Scheiße. Ach ja. Aber ich hatte ja gespeichert. Oh, es war schon ein übler Schrei jetzt. Der war irgendwie so böse. Ich habe aber auch unterwegs ja nichts gesehen. Also, was soll mir das denn bringen? Was soll ich denn finden, was ich vorher nicht gefunden habe? Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ja, ich bin ein bisschen planlos, Leute. Also das ist ja auch echt... Keine Ahnung. Haben wir hier überhaupt jemals irgendwas schieben müssen oder so? Ich mag überhaupt nicht mehr jetzt nochmal hier die ganze Runde laufen. Ich bin da schon so oft lang gelaufen. Ich habe nichts gesehen, was ich hätte in die Hand nehmen können. Das war's mit denen. Hier würde ich ja jetzt auch wieder rauskommen. Rein geht aber auf keinen Fall. Was kann ich aber machen? Warum führt mich das Tor hier wieder hin? Das ist so die Frage, ob das irgendwie eine Hilfe sein soll. Oder soll es einfach nur verwirren? So, hey, du dachtest, du kommst hier raus. Nee, nee. Kommst du wieder in den Irrgarten, Edge-Badge? Oh, nee. Thank you.
voll der Kopf abgesplattert. Mann, ich weiß es doch nicht. Ich werde mich auf jeden Fall im nächsten Part nochmal ein bisschen hier umschauen, weil ich glaube, ich schaffe das jetzt nicht, das rauszukriegen, was hier jetzt los ist und warum das hier so ist. Ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Was hat der denn da hinten gemacht? Ja. Außer, dass ich so nach und nach immer wieder dieselben Leute und Karten und Monster hier kille, habe ich keine Ahnung, ob ich irgendwie vorankomme. Es ist so ein bisschen... Ich werde einfach wieder zurückgehen. Es muss einfach irgendwie eine Möglichkeit geben, da irgendwas zu tun. Da fällt mir was ein. Da, nein, lass, du lasst mich mal alle... Ja, ist egal. Mir macht das gar nichts aus zu sterben, weil mir kommt da gerade eine Idee. Hier oben ist doch ein Herz. Vielleicht hilft mir das ja. Kann ich das vielleicht abschlagen und dann fällt das runter? Das wäre doch vielleicht auch eine Idee. Das leuchtet ja genau dahin. Vielleicht ist das ja irgendwie... Weiß ich auch nicht. Beugen das doch mal runter. Das ist ja scheiße. Kann ich da nicht einfach durch die Lücke springen? Hä? Aber dass das Herz da genau hinleuchtet, soll es einfach nur so ein Leuchten sein, so ein auf, hey, hier musst du rauf und dann kommst du weiter? Oder wenn das runterknallen könnte, wäre da ein Gewicht drauf. Das wäre doch eine Idee. Oder irgendeinen Keil in die Tür hier reinbauen, damit die nicht mehr zufallen kann. Ach, ich habe keine Ahnung. Wir sind ja hier nicht bei Tomb Raider, wir sind hier bei Alice. Tja, wenn ihr eine Idee habt, ne, immer her damit. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüssi.